Herzlich willkommen zu WTB Das Archiv. Hier werden alle Fragen zu World of Tanks Blitz beantwortet. Heute geht es um Auto-Aim auf PC wie auch Touch. Es gibt nämlich eine Menge Unterschiede und obwohl ihr euch in Random entscheiden könnt, ob ihr gegen Touch wie auch PC-Spieler spielen wollt, habt ihr das spätestens in Ranked und in Clan Wars. Wenn ihr davor noch nichts in den Einstellungen rumgeschraubt habt, habt ihr das ganz normale Auto-Aim. Das bedeutet, es ist immer aktiviert, auch im Zielfernrohrmodus. Wenn ihr auf den Panzer klickt, dann bleibt dieser bestehen, ihr könnt ihn weiterhin trotzdem korrigieren, er bleibt aber in der Panzersilhouette fest. Bewegt sich der Panzer nach vorne und nach hinten, bleibt dieser komplett bestehen und ihr könnt einfach auf den nächsten Panzer switchen. Selbst wenn der Panzer hinter einem Stein oder Gebäude verschwindet, bleibt dieser so lange eingeloggt, bis dieser entweder komplett weg ist oder nicht mehr gespottet ist. Also immer schön draufhalten, der Kreis bzw. Viereck darum wird weiß statt grün. Wenn ihr in den Einstellungen das Auto-Aim auf Arcade eingestellt habt, dann bedeutet das, dass solange ihr nicht eingezielt seid, ihr weiterhin den Panzer automatisch verfolgen könnt und sobald du im Zielfernrohrmodus bist, fällt das Auto-Aim aus bzw. es ist ausgestellt. Hast du das Ganze danach mit Knopf eingestellt, so kannst du jederzeit entscheiden, soll aktuell das Auto-Aim an sein oder eben nicht. Das hier ist eine Option, die du in-game hast und die musst du unter Einstellungen ändern. Des Weiteren gibt es die Option, Auto-Aim auf Touch völlig auszuschalten. Das hier ist aber absolut die schwierigste Aiming-Art, die es gibt und ich kenne nur sehr wenige Leute, die damit klarkommen. Hier gibt es die Empfehlung, dass man das Auto-Aim per Knopf verwendet. So habt ihr das ganze normale Auto-Aim, was euch enorm hilft, aber ihr habt jederzeit die Option, Auto-Aim ebenfalls ausschalten zu können. Und wann man das Auto-Aim ausschalten muss, das kann ich euch gleich zeigen. Manchmal kann es sein, wenn mehrere Panzer sehr eng zusammenstehen vom Gegnerteam, dass sich das Auto-Aim verlagert, da es sich automatisch einloggt. Fahren also gegnerische Panzer hin und her, dann springt das Auto-Aim von links nach rechts bzw. von rechts nach links und das teilweise extrem unkontrolliert. Deswegen sollte man den Knopf anhaben, den man hier permanent deaktivieren kann. So kann man für kurze Zeit ohne Auto-Aim spielen und sich selber das Ziel auswählen, worauf das man schießen will. Und dann gibt es noch zwei verschiedene Auto-Aim-Varianten. Diese sind aber vor allem wichtig auf Distanz. Und zwar gibt es alt und neu. Sehr wichtig hierbei, ich blende euch gleich ein Video ein, dass diese sehr differenziert sind. Ich empfehle hier die alte Version zu nehmen. Das bedeutet, auf Distanz müsst ihr selber vorhalten bzw. vor-aimen. Die andere Variante, also die neue Variante, die versucht das Ganze selber auszuspielen bzw. das selber einzurichten, ist aber noch sehr, sehr buggy und funktioniert nur in bestimmten Situationen. Deswegen nehmt die alte Variante, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Im Hintergrund seht ihr ein Bild bzw. ein Video, wo ihr aber merken werdet, dass es da kaum einen Unterschied gibt, aber das Nachkontrollieren vom neuen Auto-Aim ist wirklich noch sehr verbuggt. Das Auto-Aim auf Touch bietet also zwei ganz wichtige Vorteile gegenüber den PC-Spielern. Erstens, ihr könnt es nicht nur auf den Panzer einloggen, sondern ihr könnt es korrigieren und es bleibt eben korrigiert, wie ihr das im Hintergrund im Video seht. Zum Beispiel könnt ihr damit viel, viel besser Trackshots machen. Und zweitens, ihr habt durch diese Zielhilfe die deutlich qualitativen und besseren und leichter gemachten Snapshots. Ihr könnt nämlich rausfahren und zum Beispiel auf die Kette ziehen und könnt dann in Deckung. Das nächste Mal, wenn ihr wieder rausfährt, ist der Aiming-Knopf genau am gleichen Ort. Und das funktioniert in dieser Form bei PC deutlich schlecht, denn die Auto-Aim-Mechanik von World of Tanks Blitz ist wirklich sehr, sehr stark. Obwohl ich ein wirklich nicht geübter Touch-Spieler bin, kriege ich bessere Snapshots wie auch bessere Kettenschüsse auf Touch. Weil ich selber aktuell kaum auf Touch spiele, weil ich noch kein passendes Gerät gefunden habe, gibt es sehr viele Leute, die auf Touch unterwegs sind. Unter anderem die ganze Clan Wars Szene. Damit du eine Referenz hast, ist es wie folgt. Die Jungs, die spielen alle mit dem alten Aiming-Modus auf Touch und haben meist das Auto-Aim permanent an, aber zusätzlich diesen Knopf, um es ein- oder auszuschalten. Ich wünsche dir viel Spaß, ich hoffe, du konntest das Grundwissen vom Auto-Aim Touch erlernen. Lass einen Daumen hoch da, bis zum nächsten Mal.